Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen wieder halt auf. Deine Stimme stört. Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen. Ich zieh jetzt auch durch, okay? Guck mal. Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Was geht ab YouPorn? Und Freunde, neue Location, ihr seht das. Wir sind hier in Bonn, ja. Und wir spielen heute zwei Dumme, ein Gedanke mit Special Guest, die ihr gleich sehen werdet. Was geht ab? Alles gut. Alles gut bei dir? Ich bin topfit. Was machen wir hier? Ich habe heute leider kein Foto für dich. Was geht? Zwei Dumme, ein Gedanke, ja? Zwei Dumme, ein Gedanke mit Special Guest. Absolute Special Guest. Ja? Das wird richtig hart. Sollen wir die reinholen? Ja, ich würde mal sagen, die stellen sich kurz vor, sagen was und dann legen wir auch gleich los. Viel Spaß. Also, wir sind Jan und Tim von dem Kanal Gewitter im Kopf. Pommes. Und viele haben vielleicht schon mal ein Video von uns gesehen, die Zwischenrufe vorhin. Die wurden leider durch meine Gisela verursacht. Wichser. Und ja, wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam ein Video drehen können. Pommes! Ja, da will ich halt auch nochmal sagen, dass wir das ganze Thema, also das Tourette-Syndrom und so, nicht ins Lächerliche ziehen. Und wie ich das ja schon häufiger gesagt hatte, dass ich das Ganze selber auch sehr humorvoll nehme. Genau, auf unserem YouTube-Kanal beschäftigen wir uns viel damit, einfach über die Krankheit dein Gesicht stört. Über die Krankheit aufzuklären und unsere Zuschauer einfach mal in gewissen Situationen mitzunehmen, die wir mit dem Jan dann erleben, wenn wir unterwegs sind. Liebe Freunde, ihr wisst, wie es funktioniert. Die Marshmallows sind am Start. Die Marshmallows sind am Start. Der liebe Robin hinter der Kamera hat ein paar Fragen für uns. Ihr wisst, wie es funktioniert. Der Robin stellt eine Frage, zählt ab, 3, 2, 1. Wir müssen gleichzeitig die Antwort abgeben. Wenn sie falsch ist, gibt es ein Marshmallow. Wenn nicht, dann geht's weiter. Robin, los geht's. Fangen wir an. Und zwar hätte ich gerne eine Automarke hin. 3, 2, 1. BMW. Bruder, was fahre ich? Jedes Mal. Was fahre ich? Ja, aber was fahre ich eigentlich? Kein Mercedes. Supermarktkette. 3, 2, 1. Edeka. Ganz einfach, oder? Ein Urlaubsland in 3, 2, 1. Edeka. Ich muss los. Ein Körperteil in 3, 2, 1. Penis. Kann nur gelten. Ja, Synonyme lassen durchgehen. Alles ja, Mann. Eine Baumart in 3, 2, 1. Okay. Ich bin auch eine Birke, Alter. Ein Gemüse in 3, 2, 1. Okay. Was? Du hast vorher nachgeredet. Nee. Hast du nachgeredet? Ja, klar. Ja, weil ich kein Gemüse kann. Eine Klamottenmarke in 3, 2, 1. Nein, ein Club in Stuttgart. 3, 2, 1. Highlight. Bruder, Birkin Park ist der bekannteste Club in Stuttgart. Was jetzt? Oh je, da kommt schon die Polizei gleich. Ah, ja, ja, super mit Geldlicht. Eine Flugairline in 3, 2, 1. Lufthansa. Wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch einfach reinschreien, gell? Eine Geschlechtskrankheit. Frage 3, 2, 1. Herpes. Nicht Herpes. Herpes, Geschlechtskrankheit. Nicht Herpes. Wie heißt es? Genitalherpes. Gibt's schon, aber ihr habt zwei verschiedene gesagt. Eine Stadt in Deutschland. 3, 2, 1. Bonn. Stuttgart. Wo sind wir? In Bonn. Ich mach auch noch so. Ein Rapper. 3, 2, 1. Welchen Rapper? Fliegende Enten. Donny Duck ist besoffen. Mörder. Oh Gott, es kommt langsam, es kommt langsam! Wir müssen sagen, das war unfair. Ja. Ihr habt nicht mit Fernmitteln gespielt. Ein Stück nach da. Überall verstauen, klein drücken, so wie es geht. Aber in der Nase. Ja, okay, nee, da besser nicht. Eine Farbe, wir fangen mal leicht an. 3, 2, 1. Gelb. Eine Fastfood-Kette in 3, 2, 1. Ein Alkoholgetränk. 3, 2, 1. Bacardi. Direkt die gute Schilze. Mörder! Eine Stadt außer Bonn. 3, 2, 1. Düsseldorf. Alter. Okay, schlechte Antwort. Ja, richtig schlechte Antwort. Hier.
Könnt ihr noch reden? Ja. Alles gut? Ja, da. Ja, aber er sagt schon, er kann nicht mehr. Bleib mit der Zunge und so. Du bist ein Großmaul. Das stimmt allerdings. Eine Automarke. 3, 2, 1. Bobbycar. Geil. Eine Hunderasse. 3, 2, 1. Labrador. Alter. Eine Fußballmannschaft. 3, 2, 1. Ja. Alter, jetzt geht's los. Ex oder Glasmacher? Eine Kameramarke. 3, 2, 1. Canon. Eine Süßigkeit. In 3, 2, 1. Marshmallow. Das ist so schlecht. Eine Uhrenmarke. 3, 2, 1. Rolex. Oh, da ist der Da kennen die sich aus hier. Eine Sehenswürdigkeit. 3, 2, 1. Big Ben. Erzähl doch mal was. Das ist gut. Ja? Schön, dass ihr hier seid. Ich mag Züge. Was hat er gesagt? Ich mag Züge. Eine Hauptstadt außer in Deutschland. 3, 2, 1. Paris. Ich dachte, du hast gerade noch über England geredet. Guck mal. Eine Ballsportart außer Fußball. 3, 2, 1. Oh. Alter. Eine Zahl zwischen 1 und 10. 3, 2, 1. Übeln. Okay. Oh. Mich und Sascha haben dann eine Taktik, wir nehmen immer die 10. Okay. Hühner! Ja, seid ihr bereit? Ein YouTuber, 3, 2, 1. Doggy B. Was hat ich gesagt, Redi? Da hat übrigens die Gisela gerufen. Doggy B. Also Doggy B. Hast du Doggy B gesagt? Ja. Ich hab den Bonfall, du hast den Erfall. Oh, jetzt ist knapp bei dem irgendwas. Na, ja. Wie denn? Okay, das war's. Irgendwelche abschließende Worte? Hey, Wichser. Ja. Du kannst auch runtergehen, wenn es passt. Okay, so. Ich schub's dich. Passen wir, da sind wir alle drauf. So, liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gewitter im Kopf. Doggy B. Jan, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Danke, dass wir sein durften. Ja, danke. Eine Riesenehre. Wir drehen auf jeden Fall jetzt auch was für die Jungs. Machen wir einen Zweiteiler? Ja, machen wir. Auch ja. Zwei dumme, ein Gedanke. Freunde, schaut auf jeden Fall auch bei den Jungs vorbei. Da kommt jetzt auch ein Video online. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Freunde, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.